Ich töte und erlege mein Tier mit einem sauberen, direkten Schuss. Alter, 50 Cent für ein Kilo Hackfleisch, wo ein Brot schon 2,50 Euro kostet. Es ist einfach das Problem, dass viele Leute denken, es gibt einen Wurstbaum, wo ihre Salami drauf wächst. Gibt es nicht. Seit ein paar Monaten kann man auf deinem Instagram- und YouTube-Kanal verfolgen, dass du jagen gehst. Ja. Und auch da haben wir kurz ein paar Bilder vorbereitet, um mal zu sehen, wie das bei dir aussieht. Ja, da sind wir auf der Pirsch gewesen, haben unseren Hochsitz versucht anzulaufen. Dann ist uns ein Rehbock links quer gekommen, wo ich mich dann, der auch erlegfähig und erlegbar war für mich. Du bist ausgebildeter Jäger, das heißt, du hast einen Jagdschein. Ich habe einen Jagdschein, ja. Ich habe mich gefragt, wie kommt es dazu, dass man sich dazu entscheidet? Also mein Papa hat auch einen Jagdschein, der hat das irgendwann mal früher gemacht. Ich habe nie mit ihm darüber geredet. Was war bei dir der Grund, weshalb du gesagt hast, okay, ich möchte jagen gehen? Es ist für mich ein ethischer Grund, aber einer der Hauptgründe war bei mir, dass ich für YouTube einen Bericht gemacht habe über Massentierhaltung oder machen wollte. Das konnten wir leider nicht ausstrahlen, weil ich da ein bisschen, ist alles ein bisschen doof gelaufen. Und ich wahnsinnig traurig, enttäuscht und sauer war in diesen Aufnahmen. Und so sehr, dass ich halt, dass alles sehr entglitten ist und ich diesen Beitrag leider nicht bringen konnte, so wie ich es vorhatte. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ich werde nie wieder Fleisch essen, aber ich habe Fleisch viel zu gerne und deswegen ging das dann nicht. Also habe ich dann versucht, erstmal mich dann vom Biofleisch zu ernähren, nur so gut es ging, oder Bio noch nicht mal. Bio ist auch so ein Quatschzeug eigentlich. Aber Neulandhaltung zum Beispiel ist so ein neues Haltungskonzept, wo ich wirklich hinterstehe. Ja, ich dann irgendwann entschieden habe, den Jagdschein zu machen, um die Verantwortung für das Töten meines Wildes, für meine Nahrung selber in die Hand zu nehmen. Ich sicher dazu sein kann, dass mein Tier sich nicht stundenlang vorher gequält hat oder gequält wurde von den Arbeitern auf diesen Höfen oder sonst irgendwas. Ich töte und erlege mein Tier mit einem sauberen, direkten Schuss. Es liegt sofort, es quält sich nicht. Das schmeckst du auch im Geschmack natürlich dann wahnsinnig, weil das nicht voll bekommt ist mit Adrenalin und dem ganzen Dreck, Medikamenten. Und ich habe ein gesundes, natürliches Lebensmittel, wo ich hundertprozentig hinterstehen kann. Kann nicht jeder, verstehe ich auch absolut, aber ich kann's und ich mach's. Das heißt, wir können festhalten, dass wenn du dich mit einem Tier dort auf dem Foto zeigst, dann machst du das jetzt nicht aus Spaß, sondern weil du es ja letztendlich selbst verzehrst. Und mir kamen bei diesen Bildern auch gleichzeitig Bilder in den Kopf, auf Instagram auch, auf denen ich Menschen sehe, posieren vor einem toten Tiger oder vor einem toten Elefanten, die das ja wirklich einfach machen, um eine Trophäe mit nach Hause zu bringen und nicht, um sich selbst zu ernähren. Ist da für dich die Grenze? Würdest du sagen, so eine Bilder gehören nicht ins Internet? Absolut asozial sowas, stehe ich gar nicht hinter, bin ich kein Fan von. Ich bin kein Trophäenjäger, mir geht es um Nahrungsmittel, ums Fleisch, um gesundes, natürliches Lebensmittel zu haben. Und die Bilder sind für mich eine lebendige Erinnerung und als Dankesagung an die Tiere, dass ich mir deren Leben nehmen durfte und meine Familie und mich davon ernähren darf. Mhm. Und das ist eher so eine Wertschätzung des Tieres, auch wenn viele Leute das gar nicht verstehen können. Aya, wie ist es bei dir? Könntest du ein Reh schießen und dann essen? Ich habe mal gehört, du hast mal einen Huhn getötet, oder? Ja. Also, wenn ich diese Bilder sehe, das löst ganz unangenehme Gefühle einfach in mir aus. Und damals, als ich in Amerika war, da hat der Kursleiter, der war eben der Meinung, wenn du selbst Fleisch verzehrst, dann solltest du in deinem Kopf die Verbindung auch herstellen, dass du ein Tier damit tötest, mit dieser Entscheidung, dass du Fleisch isst. Ich war erstmal komplett dagegen, aber dann hat der Kursleiter halt eben auch so gefragt, ja, würdest du denn auch weiterhin danach Fleisch essen wollen? Und ich so, ja. Und dann habe ich den Widerspruch halt selbst gesehen. Dieses, okay, ich will Fleisch essen, aber ich will nicht diesen Prozess irgendwie sehen, der Tötung. Also habe ich mich dann dem Ganzen gestellt und meinte, okay, ich schaue jetzt einfach mal, was es in mir auslöst. Und es war ein sehr tief emotionales Ereignis. So Monate und Jahre später einfach nur jedes Mal, wenn ich das Fleisch sehe, habe ich immer noch dieses Bild vor meinem Kopf. Und ich esse jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel weniger Fleisch als davor. Ziemlich krass, oder? Wir haben noch mehr von solchen Geschichten. Abonniert uns dafür.
Luisa, wie ist es bei dir? Thema Massentierhaltung, absoluter Klimakiller. Wenn du jetzt Kevin hörst, dass er jagen geht, um für sich selbst damit oder sich selbst damit zu versorgen, ist das für dich ein Ding, was du dir vorstellen könntest oder ist das für dich vertretbar? Ich finde es total cool, dass du dir sozusagen Gedanken machst, was sind meine persönlichen Konsequenzen aus dem Unwohlsein mit der Massentierhaltung, weil ich meine, das ist ja auch, was wir erleben mit den ganzen Missständen, ob es Massentierhaltung ist, ob es Klimazerstörung ist, ob es die Art und Weise ist, wie Landwirtschaft betrieben wird, dass irgendwie wir alle diese großartige Verdrängungsleistung vollziehen und jeden Tag uns irgendwie einreden, nee, es ist eine andere Welt, ich habe damit nichts zu tun, ich kann es ohnehin nicht ändern und ich brauche das und ich muss das. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, woher wir nochmal das Recht nehmen, als Menschen Tiere grundsätzlich in der Art und Weise zu töten. Also wieso ist das eine Leben wichtiger als das andere? Aber ich finde, es ist eine sehr schwierige Sache und ich sehe auch, dass es ein Thema ist, was unfassbar emotional ist, zu Recht. Ne? Ich fühle total, was du sagst. Ich fühle auch, dass du sagst, hey, das ist ein Job, so. Und bin da auch vollkommen bei dir bei allen Dingen. Wo ich so ein bisschen so ein Problemchen mit habe, ist so diese Inszenierung vor dem toten Tier. Also warum gehört das scheinbar mit dazu, dass wenn man auf der Jagd war, dann dieses tote Tier vor sich hat, dann diese Bilder vielleicht auch macht und dann die veröffentlicht. Das ist so, wo ich dann so ein Geschmäckle bekomme, wo ich dann schon so ein Gefühl habe, hier stellt sich gerade der Mensch über ein anderes Lebewesen, nämlich über das Tier. Und muss das sein, frage ich mich dann einfach. Muss bestimmt nicht. Das ist ja so eine persönliche Sache eher. Aber wie ich auch vorhin schon sagte, für mich ist es sowas wie eine lebendige Erinnerung an das Tier. Ich habe immer eine Erinnerung an das Tier, was ich nachher auf meinem Grill habe. Ist eine Wertschätzung so, für das dich? Ist halt das Ding, was die Leute... Eine Wertschätzung, ganz genau. Für mich, für andere Leute nicht. Aber es ist einfach das Problem, dass viele Leute denken, der tötet Tiere, ist der doof? Aber die denken halt auch, es gibt einen Wurstbaum, wo ihre Salami drauf wächst. Gibt es nicht. Ne? Und gerade die Salami, die man sich da irgendwo im Discounter kauft. Ich will niemanden angreifen, der seine Sachen im Discounter kauft oder günstige Fleischwaren kaufen muss, weil er nicht anders kann. Ist gar keine Frage. Wenn man nicht kann, dann kann man nicht. Und das ist halt immer der Gedanke. Die Leute denken, okay, das Fleisch kommt und das Töten des Tieres und des Fleisches übernehmen andere Leute für mich und ich kaufe mir dann für 50 Cent ein Kilo Hackfleisch. Alter, 50 Cent für ein Kilo Hackfleisch, wo ein Brot schon 2,50 Euro kostet. Ja, aber wie kommt denn so ein Preis zustande? Mach dir doch mal Gedanken darüber, wie so ein Preis zustande kommen kann von 50 Cent für ein Kilo Hackfleisch und was da drin ist und in welcher Qualität es da drin ist und was mit den Tieren passiert sein muss, wie die gefüttert sein müssen, dass dieser Preis, diese 50 Cent zustande kommen, dass wenn man jetzt zum Beispiel vergleichbar nimmt, ein Rinderfilet, 200 Gramm, kosten in der Leulandhaltung um die 15 bis 18 Euro. In einer normalen Haltung, Massentierhaltung, sind es dann irgendwie so um die 3 Euro. 3 Euro im Vergleich zu 15 bis 18 Euro. Allein dieser Unterschied. Aber dieser Unterschied ist gerechtfertigt, weil die Tiere einfach, die haben einfach ein ganz anderes Leben. Das ist einfach, das, wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, gerade wie die Tiere da gehalten werden und dass die da auf den Tieren, oh, da liegen tote Tiere, da stehen andere Tiere drauf, werden dann da rausgezogen, dann verarbeitet und das ist... Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, dass das hier heute auch besprochen wird, damit man sich das erstmal bewusst macht. Wow, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte krass Gänsehaut bei diesem deepen Talk. Und wenn ihr noch mehr Videos dazu sehen wollt, dann kommt ihr hier zu zwei weiteren.